Willkommen zum MINT-Festival der Universität Jena. Mein Name ist Walter Hauswald und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Vortrag Raman to go. Molekülspektroskopie beantwortet biomedizinische Fragestellungen. Mein Vortrag habe ich gegliedert in die Einführung in die Molekülspektroskopie. Dort werde ich in verschiedene Formen der Spektroskopie einführen, und zwar die UV-Spektroskopie, die IR-Spektroskopie und das, worum es eigentlich in dem Vortrag gehen soll heute, die Raman-Spektroskopie. Dann will ich mir die Raman-Spektroskopie etwas näher mit euch anschauen und eine klassische Herleitung des Raman-Effekts machen. Dann soll es um Raman-Instrumentierung gehen. Da kommt das Instrument Raman to go, deswegen heißt der Vortrag so, zum Einsatz. Und dann möchte ich mir noch ein paar andere Anwendungen der Raman-Spektroskopie mit euch zusammen ansehen. Unsere Materie ist aus Molekülen aufgebaut. Und normalerweise würde ich jetzt fragen, was können denn das hier für Moleküle sein? Erkennt das jemand wieder? Das kann ich jetzt natürlich nicht machen, deswegen habe ich es dazu geschrieben. Also sagen wir, das Rote seien Sauerstoffatome, die Grauen seien Wasserstoffatome und die Dunkelblauen hier Kohlenstoffatome. Dann erkennt sicherlich jeder, dass das hier ein Wassermolekül ist und das hier drüben ein Benzolmolekül. Wie halten diese Moleküle zusammen? Wie halten diese Atome untereinander zusammen? Das machen die über diese Außenelektronenwolken, dass dies also chemisch gebunden ist. Man kann mit Hilfe von Spektroskopie nun einige Nachweise durchführen. Man kann zum einen diese Moleküle nachweisen, man kann Konzentrationsbestimmungen machen und man kann auch Strukturaufklärung mit Spektroskopie betreiben. Die erste Form der Spektroskopie, der chemischen Spektroskopie, die ich vorstellen möchte, ist die UV-Spektroskopie. Was macht man da? Da strahlt man breitbandig ultraviolettes und visuelles Licht, deswegen UV-Spektroskopie, auf die Moleküle ein. Und was man sieht, man versetzt die Elektronenwolken in Schwingung. Wenn die einfach nur mit dem Licht mitschwingen, dann passiert erstmal nichts Besonderes. Das Licht wird gestreut in alle Richtungen und man erkennt, okay, dieser Stoff ist zum Beispiel ein guter Streuer wie diese Tischplatte hier. Aber wenn ich eine Resonanz treffe, das heißt, diese Elektronenwolke in Resonanz gerät, dann kann ich einen elektronischen Übergang anregen. Und dieser elektronische Übergang, zum Beispiel vom höchsten besetzten Molekülorbital in das niedrigste unbesetzte Molekülorbital, dieser absorbiert Energie. Und wenn ich so einen Übergang treffe, dann kann es sein, dass von den Wellenlängen, die ich einstrahle, plötzlich eine sehr gut absorbiert wird. Und das kann man messen. Diese Eigenschaft gibt der UV-Spektroskopie auch den Namen Elektronenabsorptionsspektroskopie. Und diese Elektronenabsorption, also die Elektronenabsorption von Licht, die ist auch genau der Grund, warum eben Dinge um uns herum farbig sind. Ich habe mal zwei Spektren mitgebracht, einmal von flüssigem Wasser und einmal von gasförmigem Benzol. Hier ist also aufgetragen über einer Wellenlängenachse die Absorption dieser verschiedenen Moleküle. Bei dem gasförmigen Benzol sehen wir hier ein recht charakteristisches, scharfes Spektrum, gerade im UV-Bereich. Also wir sehen, das sind hier um die 250 Nanometer. Das ist schon tiefes UV-Licht. Das Benzol ist gasförmig, deswegen kann man hier auch recht gut einzelne Banden erkennen. Man kann sich vorstellen, wenn dieses Molekül jetzt nicht mehr alleine, also in einer Gasform da liegt, sondern mit anderen Molekülen stößt oder sich in Lösung befindet, dass dann diese Außenelektronen auch etwas beeinflusst werden, sich untereinander beeinflussen. Das führt zu einer Verbreiterung der Spektren. Dann würde tatsächlich das Spektrum hier an der Stelle breiter aussehen. Bei Wasser ist es sogar so, dass ja Wasser in sich selbst dissoziiert. Das heißt, das Konzept des statischen Moleküls ist in Lösung des Wassers gar nicht mehr so richtig aufrecht zu erhalten. Und das führt eben zu einer extremen Verbreiterung von Spektrallinien. Man sieht, im UV-Bereich, so unter 200 Nanometern, ist das Wasser extremst undurchsichtig. Darüber, ich habe es hier mal in den Farben angedeutet, im roten, grün, blauen Licht ist das Wasser durchsichtig. Das entspricht ja auch so etwa unserer Erfahrung. UV-Spektroskopie ist eine ganz leistungsfähige Spektroskopieform. Allerdings hilft sie nicht, alle Fragestellungen zu beantworten, die einen interessieren können. Es gibt noch ganz viele andere chemische Spektroskopieformen. Zum Beispiel gibt es die Schwingungsspektroskopie. Bei der Schwingungsspektroskopie nutzt man aus, dass die Moleküle mechanisch schwingen können. Wie es hier animiert ist, diese symmetrische Streckschwingung der Moleküle. Bei welchen Frequenzen schwingt so ein Molekül? Wir wissen ja, wir können bis 20 Kilohertz in etwa hören, das sagt man immer so.
meistens eher 18 Kilohertz. Die Schwingung von einzelnen Molekülen, die liegt nicht im Kilohertzbereich, nicht im Megahertzbereich, nicht mal im Gigahertzbereich, die liegt im zweistelligen Terahertzbereich. Das sind also wirklich extrem hohe Frequenzen, mit denen diese Moleküle schwingen. Und die können natürlich nicht nur mit so einer symmetrischen Streckschwingung schwingen, sondern die können auch auf anderen Moden, sagt man, schwingen. Da meine Animationskünste jetzt etwas aufgehört haben, habe ich beschlossen, diese anderen Moden einmal vorzutanzen. Stellt euch vor, mein Kopf ist das Sauerstoffatom und meine beiden Hände sind die Wasserstoffatome. Dann halte ich die jetzt in einem Winkel von 104 Grad und kann die symmetrische Streckschwingung durchführen. Die habe ich auch animiert. Die asymmetrische Streckschwingung sieht dann etwa so aus. Wie sieht die Biegeschwingung aus? Die sieht etwa so aus. Jetzt ist die Frage, bei welchen Frequenzen liegen diese Schwingungen tatsächlich? Und das ist abhängig von der Bindung der Atome untereinander. So ähnlich wie einer Federkonstanten kann man sich das vorstellen bei einem harmonischen Oszillator. Und ist abhängig vom Gewicht der Atome. Also ein schweres Atom wird langsamer schwingen und ein stärker gebundenes Atom wird etwas bei einer höheren Frequenz schwingen. Gleichzeitig ist aber auch die Art der Schwingung entscheidend. Wenn man sich jetzt fragt, sind die Streckschwingungen bei höheren Frequenzen oder die Biegeschwingungen bei höheren Frequenzen, da habe ich eine Eselsbrücke, wie kann man sich das vorstellen? Man versucht es einfach mal auszuprobieren, eine hochfrequente Schwingung, das geht ganz gut. Jetzt versuche ich mal mit der gleichen Frequenz, da steigt eine Biegeschwingung, das geht nicht so gut. Also die Biegeschwingung ist offensichtlich die langsamere Schwingung, so kann man sich das vorstellen. Jetzt ist es so, dass pro zusätzlichem Atom in so einem Molekül es nochmal drei weitere Freiheitsgrade gibt. Das heißt, in diesem Benzolmolekül gibt es viel mehr als diese paar Moden der Schwingung. Wir schauen mal weiter auf die Frage, wie kann man denn nun diese Schwingung messen? Mit einem Mikrofon wird es ja offensichtlich nicht gehen, auch wenn es mechanische Schwingungen sind. Und da ist eine Variante die Infrarotspektroskopie. Was wird bei der Infrarotspektroskopie ausgenutzt? Bei der Infrarotspektroskopie wird genutzt, dass Moleküle ein permanentes Dipolmoment haben können, das sich mit der Schwingung verändert. Also zum Beispiel das Wassermolekül hat ja seine Elektronen eher am Sauerstoffatom als an den Wasserstoffatomen konzentriert. Das heißt, ich habe hier eine negativ geladene Seite und eine positiv geladene Seite, ein permanentes Dipolmoment. Und dieses ändert sich, wenn jetzt dieses ganze Molekül schwingt. Das heißt, wenn ich jetzt eine elektromagnetische Welle einstrahle, genau bei der Frequenz der mechanischen Schwingung, dann kann diese elektromagnetische Welle an diesem Molekül elektrisch anpacken und das in Schwingung versetzen. Und das führt wieder zur Absorption. Und das kann man messen. Bei dem Benzolmolekül ist es jetzt so, dass es kein permanentes Dipolmoment nach außen zeigt. Das heißt, diese symmetrische Streckschwingung wird man mit Hilfe von Infrarotspektroskopie gar nicht messen können. Man kann aber dafür einige andere Moden messen. Der Aufbau von so einem Infrarotspektrometer funktioniert so, dass man auch wieder breitbandig bei infraroten Wellenlängen anregt. Man schaut dann einfach, welche Wellenlängen absorbiert werden und kann dann entsprechend feststellen, auf welchen Frequenzen das Molekül mechanisch schwingt. Ich habe hier mal wieder Spektren mitgebracht, einmal von gasförmigem Wasser diesmal und diesmal von flüssigem Benzol. Schauen wir uns das bei gasförmigem Wasser an, da würden wir jetzt drei Schwingungsmoden irgendwie erwarten. Ja, die Spektren, die sind tatsächlich in der Praxis noch etwas komplizierter aufgebaut, aber was wir sehen, ist tatsächlich hier diese symmetrische Biegeschwingung bei 45 Terahertz oder wie der Spektroskopiker lieber sagt, bei 1500 inversen Zentimetern oder die Einheit ist auch gebräuchlich bei etwa 6 Mikrometern. Diese drei Einheiten, die hängen nahe zusammen, die kann man leicht ineinander umrechnen mit der Gleichung V ist gleich S durch T oder mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit. Diese Einheiten haben alle in irgendeinem Zusammenhang irgendeinen Sinn. Wichtig ist nur, es gibt höhere und niedrigere, es gibt niedrigere Frequenzen und höhere Frequenzen, die mechanisch hier irgendeine Bedeutung haben. Das gucken wir uns mal näher an. Es ist ein Absorptionsspektrum, das heißt, wir sehen wieder, dass Licht hier offenbar rausgefressen wird durch diese Absorption. Und diese beiden höheren Streckschwingungen, also die symmetrische und die asymmetrische Streckschwingung, die liegen hier etwa bei der gleichen Frequenz zusammen in diesem Peak. Diese Peaks sind wieder etwas verbreitert, dadurch, dass das Wassermolekül im Gas rotieren kann und dann werden hier noch zusätzliche Rotationsniveaus angeregt. Die werden im Ganzen halt überlagert, aber trotzdem mechanische Schwingungen sieht man halt hauptsächlich diese beiden.
Bei flüssigem Benzol ist es so, dass diese Rotationsschwingungen jetzt hier nicht mehr sichtbar sind. Dafür bekommt man deutlich mehr Moden. Man sieht hier jeder kleine Peak, der hier mal rausgefressen wird aus dem Spektrum. Das hat irgendwie etwas mit einer mechanischen Schwingung zu tun, die Dipolmomente in diesem Benzolmolekül verändern. Was ist jetzt allerdings, wenn das Atom oder das Molekül gar kein Dipolmoment besitzt? Wie zum Beispiel dieses Benzol bezogen auf diese Streckschwingung, da ändert sich ja gar kein Dipolmoment. Da gibt es eine weitere Sorte der Spektroskopie, und das ist die Raman-Spektroskopie, um die es eigentlich heute gehen soll, hauptsächlich. Bei der Raman-Spektroskopie wird einfach sozusagen ein dynamisches Dipolmoment induziert. Wie macht man das? Man strahlt monochromatische Laserstrahlung ein, regt wieder die Außenelektronen an, zwingt die zum Schwingen, erzeugt damit dynamische Dipolmomente. Beziehungsweise, was man tut, man polarisiert diese Elektronenwolke, und wenn zu dieser Polarisation das Molekül gleichzeitig noch schwingt, zum Beispiel mit dieser symmetrischen Streckschwingung, dann gibt es eine Überlagerung dieser beiden Schwingungen, und es wird nicht nur das Laserlicht bei der einen Wellenlänge gestreut, sondern es wird auch Frequenz verschoben. Also bei der Raman-Spektroskopie wird mit einer Wellenlänge angeregt, und es entstehen dabei noch zusätzliche rot verschobene und blau verschobene Schwingungen. Und die kann man wiederum mit einem Lichtspektrometer messen. Ich habe wieder zwei Raman-Spektren mitgebracht, wieder von flüssigem Wasser und flüssigem Benzol diesmal. Man sieht auch hier wieder die mechanischen Schwingungen der Moleküle, hier bei 1500, 1600 inversen Zentimetern die Biegeschwingung von Wasser, hier die beiden Streckschwingungen von Wasser. Beim flüssigen Benzol ist jetzt rot das Raman-Spektrum dargestellt und nochmal schwarz dazu im Vergleich dieses Infrarotspektrum. Und was wir jetzt sehen, neu in diesem Raman-Spektrum ist diese Emission bei 1000 inversen Zentimetern, bei 1000 Wellenzahlen. Und das entspricht genau dieser Schwingung, dieser symmetrischen Streckschwingung dieses Moleküls, die wir vorher im Infrarotspektrum gar nicht gesehen haben, weil dort kein Dipolmoment verändert wird. Aber im Raman sehen wir das. Beim Raman verändert sich die Polarisierbarkeit des Moleküls mit dieser Streckschwingung, und damit ist die ganz deutlich, gibt es hier einen ganz scharfen Peak. Das heißt, irgendwie sind diese Spektroskopieverfahren alle miteinander verwandt, sind aber irgendwie doch was anderes, und man kann sie alle irgendwie benutzen, um bestimmte Fragestellungen zu adressieren. Als nächstes möchte ich nochmal genauer auf den Raman-Effekt eingehen und aufklären, was nun diese verschiedenfarbig gestreuten Wellenlängen mit dieser eigentlichen Molekülschwingung zu tun haben, weil das ist ja die interessante Fragestellung eigentlich, bei welchen Frequenzen schwingen nun die einzelnen mechanischen Moden des Moleküls. Und dazu werde ich einfach mal versuchen, das, was ich vorher in den Animationen gezeigt habe, nochmal in Mathematik zu gießen. Wie geht das? Na, ich fange an mit einer elektromagnetischen Schwingung, also dem Laserlicht, diesem hier grün eingezeichneten Laserlicht, welches ich nehme, um dieses Molekül zu polarisieren. Dann kann sich in dem Molekül ein Dipolmoment induzieren. Das passiert über die Polarisierbarkeit. Also μ ist abhängig von der elektromagnetischen Feldstärke, die ich einstrahle, und der Polarisierbarkeit Alpha. Zusammengefasst ergibt das diese Gleichung 3. Wenn dieses Molekül schwingt, sagen wir mal entlang der Koordinate Q, ist jetzt egal, welche das ist, ich nenne die jetzt einfach mal Q, dann schwingt die mechanisch bei der Frequenz Omega R. Das heißt, ich habe eine Schwingung mit der Frequenz Omega R entlang der Koordinate Q. Das ist jetzt mal, sagen wir mal, hier ein Auf und Ab, diese Schwingung bei diesem Molekül, bei dieser Doppelbindung, die hier angezeigt ist. Jetzt ist die Frage, wie hängt denn Alpha von dem Q ab, von dieser normalen Koordinaten? Alpha ist tatsächlich eine abhängige Funktion, das ist wichtig für den Raman-Effekt, von dieser Schwingungsamplitude. Und zwar hängt das irgendwie von einem konstanten Alpha ab, und dann sagen wir mal, es gibt noch einen linearen Term. Alpha Q habe ich den mal genannt. Also dieses Alpha hängt irgendwie proportional von dieser Amplitude, von dieser mechanischen Amplitude des Moleküls ab. Und wenn ich das nun wiederum zusammenfasse mit der Gleichung 3, also
Ich setze jetzt in dieses Alpha diesen Ausdruck hier ein und da kommt dieser Ausdruck raus. Dann erhalte ich diese Gleichung 6 und zusammen mit der mechanischen Schwingung, Gleichung 4, die setze ich jetzt dieses Q, also das Q0 mal Cosinus Omega RT, setze ich jetzt genau an dieser Stelle ein und ich multipliziere die Gleichung aus, entstehen diese beiden Terme. Also entsteht dieser grüne Term. Dieser grüne Term, der ist jetzt nichts weiter Überraschendes, das ist einfach wieder eine Schwingung, also ein Dipolmoment, ein induziertes Dipolmoment, das genau mit dem eingestrahlten Licht dieser Laserwellenlänge Omega L schwingt. Das ist das, was man als Streuung bezeichnet oder mehr spezifisch Rayleigh-Streuung. Wenn Licht irgendwo ein Objekt trifft, dann wird es in alle Richtungen gestreut. Rayleigh-Streuung. Es verändert sich nichts an der Wellenlänge. Jetzt gibt es aber noch diesen Term hier drüben, der ein Produkt aus Cosinus Omega R, also der mechanischen Schwingung und der Lichtschwingung darstellt. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, nach Additionstheoremen, was das Produkt von solchen zwei Schwingungstermen, wie man das noch schreiben kann. Und zwar kann man das schreiben als Differenz von den beiden Schwingungsfrequenzen und als Summe von den beiden Schwingungsfrequenzen. Und das ist letzten Endes, was rauskommt. Es kommt der Term der Rayleigh-Streuung raus, also Frequenz verändert sich nicht, nur das Licht wird in alle Richtungen gestreut. Es kommt ein Term raus der sogenannten Stokes-Raman-Streuung, das heißt, die Frequenz des Lichtes wird um die Frequenz der mechanischen Schwingung reduziert und es kommt eine anti-Stokes-gestreute Strahlung raus. Das heißt, die Frequenz des Lichts wird um die mechanische Schwingung erhöht, blau verschoben. Wie sieht das dann im Spektrum aus? Das sieht dann so aus, dass ich für jede mechanische Schwingung sozusagen zwei Peaks bekomme, sozusagen diese beiden Terme für jede mechanische Schwingung. Ich habe es jetzt hier nur für eine, für das Omega R aufgeschrieben. Wenn ich jetzt ein komplexeres Molekül habe, können das ganz viele Schwingungen werden. Dann kommen die alle aneinander dran. Das heißt, ich habe hier eine Anti-Stokes-Seite und eine Stokes-Seite verschoben zu rot verschoben. Und die sind an und für sich symmetrisch. Die tragen auch die gleiche Information. Jetzt habe ich eine vereinfachte Herleitung gewählt, eine elektromechanische, elektrodynamische Herleitung. Tatsächlich, wenn man es etwas genauer nimmt, quantenmechanisch, stellt man fest, okay, diese Anti-Stokes-Seite ist deutlich schwächer ausgeprägt als diese Stokes-Seite. Das heißt, wenn man sich jetzt auswählen sollte, welche von beiden man misst, soll beide messen, ist ja nicht notwendig, dann würde man immer das Stokes-Raman gestreute Licht nehmen. Jetzt gibt es noch ein Problem. Warum hat man denn noch nie im Alltag großartig über Raman gestreutes Licht gesprochen, aber über Farben spricht man? Das liegt einfach daran, weil Raman-Streuung verdammt selten auftritt. Also sie tritt schon immer auf, aber die Effizienz ist sehr gering. Nur eins von einer Million Photonen wird tatsächlich Raman gestreut. Das sieht man also mit bloßem Auge nur unter sehr speziellen Umständen. Das heißt, man muss, wenn man in die Instrumentierung denkt, tatsächlich sich ein bisschen was Cleveres ausdenken, um diesen Dynamikbereich irgendwie verarbeiten zu können. Und das ist jetzt schon meine nächste Frage. Wie sieht denn dann so ein Raman-Instrument aus? Was braucht man denn, um dieses Lichtspektrum zu vermessen? Das ist mal ein schematischer Aufbau von so einem konfokalen Raman-Spektrometer, wie man das bei uns am IPAT findet und wie man das auch kommerziell kaufen kann. Was ganz wichtig ist, ist dieser Laser, der monochromatisch die Probe anregen kann. Dieser Laser wird auf eine Probe gelenkt, bei einem konfokalen Mikroskop tatsächlich nur auf einen recht kleinen Probenpunkt. Dort wird in diesem Punkt diese Raman-Streuung induziert durch ein sehr, helles optisches Feld. Es wird Raman gestreut, das Licht, und dann wiederum eingesammelt, von mir aus über so eine Glasfaser, und wird zu einem Spektrometer geleitet. Dieses Spektrometer nimmt dann das Licht auseinander nach den verschiedenen Wellenlängen. Wichtig bei diesem Raman-Mikroskop ist dieser Filtersatz hier, das einfach nur als drei schwarze Striche bezeichnet ist. Das sind also wirklich sehr steile, sehr dichte Lichtfilter. Das ist ein Bandpass, ein Beamsplitter, also ein Strahlteiler und ein Langpass. Der Bandpass macht, dass der Laser wirklich monochromatisch ist, das heißt wirklich nur auf einer Wellenlänge schwingt. Dieser Beamsplitter ermöglicht es, dass grünes Licht reflektiert wird in dem Fall und das rote Licht, das also Stokes-verschiebene Licht, transmittiert wird. Der Langpass
blockt nochmal wirklich alles Licht raus, was jetzt vielleicht doch noch vom Laser übrig sein könnte, mit einem wirklich hohen Kontrast von 1 zu 1 Million. Dadurch kann ich dieses sehr schwache, Raman-gestreute Licht von diesem sehr starken Anregungslaser effizient trennen. Und jetzt muss ich das nur noch mit dem Spektrometer analysieren. Einige von euch wissen vielleicht, wie so ein Spektrometer aufgebaut sein kann, so ein Gitterspektrometer, oder haben sogar schon mal mit einem experimentiert, andere nicht. Deswegen möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was so ein Gitterspektrometer tut. Was wir sehen, ist, dass von einer recht punktförmigen oder schlitzförmigen Lichtquelle das Licht kollimiert, also parallelisiert wird und auf ein Gitter eingestrahlt wird. Und dann wird dieses Gitter, also dieser Schlitz, wiederum mit einer zweiten Abbildungsoptik auf einen fotoempfindlichen Detektor, eine CCD-Kamera oder eine CMOS-Kamera, also sowas, was jeder in seinem Handy mehrfach drin hat, abgebildet. Das heißt, dieses magische Element bei diesem Spektrometer ist offensichtlich das Gitter. Was ist ein Gitter? Man kann sich das so vorstellen, dass es einfach ein Spiegel ist, der regelmäßig ganz feine schwarze Streifen drauf hat. Der wird immer noch reflektieren, immer noch spiegeln sozusagen. Aber es kommt eben auch noch ein Beugungseffekt dazu. Und den möchte ich diesmal nicht herleiten. Das kann man auch machen. Vielleicht haben es auch einige von euch schon im Physikunterricht gemacht. Sondern ich möchte es einfach mal phänomenologisch zeigen. Wo hat jeder ein Gitter bei sich zu Hause? Bei so einer CD. So eine CD ist ein ganz gutes Gitter. Auf so einer CD sind ja digitale Informationen auf Kreisen sozusagen aufgetragen. So eine CD reflektiert auch ganz gut. Und ich habe jetzt schon mal einen Teil dieser CD abgeklebt, dass man wirklich den Bereich dieser parallelen Spuren, die da aufgetragen sind, sieht und nicht den ganzen Rest. Und wenn ich jetzt mit einer kollimierten Taschenlampe, also einer einigermaßen punktförmigen LED und einigermaßen kollimierenden Linse, diese CD beleuchte oder dieses Gitterstück beleuchte, dann kann ich beobachten, was da passiert. Also was man erkennt, die CD reflektiert natürlich Licht einfach. Das sieht man in der Mitte, in dieser nullten Beugungsordnung, sagt man. Das ist einfach die spiegelnde Eigenschaft der CD. Aber man sieht jetzt oben und unten von diesen Gitterlinien, von diesen Spuren, die auf der CD drauf sind, diese Regenbögen, würde man sagen. Also blaues Licht ist etwas näher an dieser nullten Beugungsordnung als rotes Licht. Das heißt, blaues Licht wird weniger stark gebeugt von diesem Gitter, was auf der CD drauf ist, als rotes Licht. Und genau diesen Effekt nutzt man bei Gitterspektrometern aus. So ein Raman-Spektrometer würde man jetzt niemals mit einer CD aufbauen, da würde man effizientere Gitter einsetzen. Wie gesagt, man hat nicht so viel Raman-gestreutes Licht, aber man kann zum Beispiel mit so einer CD ein einfaches UV-Spektrometer aufbauen. Da gibt es Online-Bausätze oder Bastelvorschläge, wie man das mal machen kann. Mit solchen Spektrometern kann man dann tatsächlich verschiedene Lichtquellen mal untersuchen und den Unterschied zwischen kontinuierlichen und nicht kontinuierlichen Lichtquellen angucken. Könnt ihr euch ja mal als Hausaufgabe anschauen. Wie sieht nun so ein Raman-Spektrometer im Labor aus? Das ist mal bei uns am EPAT ein Labor. Dort sehen wir einen Laser, ein Mikroskop, beide sind fasergekoppelt miteinander. Ein Objektiv oder das Mikroskop hat ein Objektiv. Unter dieses Objektiv kann man die Probe legen. Dazu gibt es noch fasergekoppelt ein Spektrometer und eine Steuerung, die das Ganze steuert. Und dazu kommt noch ein Computer und ein Computerarbeitsplatz, mit dem man das Ganze überwachen kann und mit dem man die Messungen durchführen kann und mit dem man sie auswerten kann. Das ist also ein ganzer Haufen Technik, den man dazu braucht, um so ein voll ausgestattetes konfokales Raman-Spektrometer zu betreiben. Das ist unpraktisch für viele Fragestellungen, gerade wenn man mobil unterwegs sein möchte oder einen Test in einer Klinik machen möchte, so etwas. Da möchte man das Ganze kleiner und kompakter haben. Und ich habe es mal so als Größenvergleich daneben gestellt. Sie werden es vielleicht schon erkannt haben, dieses Spektrometer Raman to go. Das ist auch ein konfokales Raman-Spektrometer. Viel kompakter, viel kleiner. Man muss auf einen Komfort verzichten. Es ist weniger motorisiert als in diesem ganzen System. Man kann nicht zwei verschiedene oder drei verschiedene Laser benutzen. Man kann nur einen Laser benutzen. Aber die Grundfunktionen, die man braucht für ein Raman-Spektrometer, für ein konfokales Raman-Spektrometer, die sind alle in diesem kleinen Kasten hier enthalten. Und den kann man sogar umhertragen. Mit dem möchte ich als nächstes dann mal ein Experiment machen und zeigen, dass es tatsächlich auch funktioniert. Das ist Raman to go nun einmal im Betrieb, also unser kleines konfokales Raman-Spektrometer. Und ich möchte mal zeigen, wie das funktioniert und was man damit machen kann. Dazu habe ich mal als Anwendungsbeispiel drei Proben mitgebracht, zwei weiße Pulverproben
und eine Plexiglasprobe. Und da wollen wir mal schauen, ob wir diese weißen Pulverproben identifizieren können mit unserem Raman-Gerät. Dazu habe ich mal im Vergleich, wenn wir jetzt über Anwendungen sprechen, Vergleichsspektren mitgebracht von den drei Dingen, die es sein können. Und wenn ich jetzt die Probe in unser Spektrometer reinstecke, dann wird nach kurzer Zeit hier auf dem Monitor das Raman-Spektrum angezeigt. Wir erkennen also hier bei 1000 inversen Zentimetern einen ganz, ganz prominenten Peak und wir sehen hier hinten bei 3000 inversen Zentimetern nochmal zwei Peaks. Bei 1000 inversen Zentimetern, das ist eine typische Ringatmungsschwingung von einem Benzolring. Bei 3000 inversen Zentimetern, das sind typischerweise dann diese CH-Streckschwingungen. Da können wir jetzt mal auf diesen Monitor schauen. Welchem Spektrum sieht das jetzt am ähnlichsten? Und ich würde sagen, das sieht dieser Polystyrolprobe am ähnlichsten. Hier habe ich tatsächlich bei 1000 inversen Zentimetern diese Ringatmungsschwingung von diesem Benzolring und bei 3000 inversen Zentimetern zwei verschiedene Peaks, die auf CH-Schwingungen, also hier überall sind ja H-Atome dran, also Wasserstoffatome dran, die auf diese CH-Schwingung hindeuten. Dann können wir mal noch eine weitere Probe benutzen. Hier, das ist ein weißes Pulver, was hier auf diesem Objektträger aufgebracht ist. Ich mache das mal zu. Und da können wir jetzt auch mal vergleichen, welchem Spektrum das am ähnlichsten sieht. Und da sehen wir, das sieht doch aus wie das Glukosespektrum. Da sehen wir also auch wieder diese vielen CH- und OH-Verbindungen bei 3000 inversen Zentimetern. Und dann hier sehr viele Schwingungen, ja, die kann man jetzt gar nicht so ganz eindeutig zuordnen. Also die kann man natürlich schon eindeutig zuordnen, aber das ist gar nicht so einfach. In diesem sogenannten, man bezeichnet es auch gerne als Fingerprint-Bereich, weil er so ein ganz charakteristisches Spektrum aufzeigt. Schauen wir uns auch nun die letzte Probe an. Das ist auch wieder ein weißes Pulver. Da können wir jetzt schon erraten, das wird wahrscheinlich das Titandioxid sein. Das können wir aber auch prüfen, ob wir jetzt diese drei charakteristischen Peaks, dieses Titandioxids hier sehen. Und tatsächlich hier auf dem Monitor tauchen sie auf. Titandioxid, das ist also ein Titan mit zwei Sauerstoffatomen dran. Und die geben offensichtlich auch drei Schwingungsmoden, die man hier sehen kann. Und hier übrigens noch daneben dieser Peak, das ist das Rayleigh-gestreute Licht. Also das Licht vom grünen Laser, was einfach von dem weißen Stoff grün auch wieder gestreut wird und von dem Filter nicht weiter weggeblockt, von dem Filter nicht vollständig weggeblockt wird von den Filtern. Und hier aber das eigentlich Interessante, die Schwingungsinformationen von diesem Titandioxid. Das ist also eine erste Anwendung gewesen, wo man sieht, wozu man ein Raman-Spektrometer benutzen kann. Man kann Reinsubstanzen damit identifizieren. Das kann man zum Beispiel auf dem Flughafen machen. Dort werden auch Infrarotspektrometer benutzt. Wenn man jetzt nicht sicher ist, was das für ein weißes Pulver ist, was der Fahrgast damit hat, ob das nur Zucker ist oder etwas anderes. Solche Art von Spektroskopie kann man da einsetzen. Eine zweite Anwendung, an der wir am IPRT arbeiten, ist die Identifikation von Bakterien. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben mal dieses ausgewachsene konfokale Raman-Spektrometer verglichen mit unserem Raman-to-go-Spektrometer, also unserem viel kleineren Spektrometer. Und haben mal bei verschiedenen Bakterien, hier bei E. coli-Bakterien, Raman-Spektren aufgenommen. Und man sieht tatsächlich, die Features von den beiden Spektren sind mit beiden Spektrometern messbar. Und wenn ich andere Bakterien hernehme, sehe ich auch, sehen die Spektren etwas anders aus. Das heißt, man kann bestimmte Bakteriensorten auch mit Raman-Spektroskopie voneinander unterscheiden. Man kann sogar noch weitergehen. Man kann Antibiotikaresistenzen von Bakterien nachweisen. Wie macht man das? Dazu nimmt man lebende Bakterien und fängt die mit so einem sogenannten DEP-Chip. Das ist etwas, was wir auch am IPRT mit Zusammenarbeit des Uniklinikums entwickelt. Fängt die mit die elektrophoretischen Kräften
ein, also man kann da die etwas aufkonzentrieren, diese Bakterien, in diesem Laser, also für diesen Laserfokus. Und dann, wenn man diese Bakterien aufkonzentriert hat, kann man mit dem Laserfokus Rahmenspektren an diesen Bakterien vermessen und kann sehen, wie diese Rahmenspektren sich verändern, wenn man Antibiotika hinzugibt. Antibiotikaresistenz ist eine ganz wichtige Fragestellung, gerade wenn man an eine Sepsis, also an eine Blutvergiftung denkt. Dort hat man nicht allzu viel Zeit zu entscheiden, welches Antibiotikum einem Patienten wohl helfen würde. Wenn man jetzt aber in der Lage ist, aus einem Patientenserum ein paar Bakterien zu extrahieren und die auf viele solche Kammern aufzuteilen, wo die Bakterien nochmal extra aufkonzentriert werden können und dort dann verschiedene Antibiotika dazugeben kann, kann man sehen, in welcher Kammer geht es den Bakterien noch gut und in welcher Kammer sterben die Bakterien. Das kann man auch bei verschiedenen Konzentrationen tun und kann dann sehen, okay, ab welchem Punkt lohnt es sich, dieses Antibiotikum zu geben, oder sollte man vielleicht lieber ein anderes Antibiotikum benutzen. Und hier sind bei dieser Forschung mal diese Rahmenspektren gezeigt, die Rahmenspektren der Bakterien nach nochmal 90 Minuten Inkubationszeit bei der Zugabe von verschiedenen Antibiotika. Da sieht man tatsächlich in den Spektren, in den Details hier, kleine Unterschiede, die man benutzen kann, um dann Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, was wir weiterentwickeln, wo wir hoffen, dass wir den Patienten bald direkt mit solcher Technologie helfen können. Eine weitere Anwendung kann man sich vorstellen, wenn man einen Probenpunkt vermessen kann, kann man auch zwei Probenpunkte vermessen. Und wenn man zwei vermessen kann, kann man bestimmt auch ganze Bildgebung machen. Also man könnte zum Beispiel eine Probe hernehmen, wie hier diesen Zebrafisch-Embryo. Das ist ein kleines, 3 mm großes Geschöpf, das etwa so unter einem Schülermikroskop aussehen würde. Das heißt, es ist im Wesentlichen durchsichtig, man erkennt da wirklich nicht viel. Und wenn man das jetzt hernimmt und an mehreren Punkten in dieser Probe Rahmenspektren aufnimmt, dann kriegt man so etwas wie ein hyperspektrales Bild. Das heißt, man bekommt nicht ein Bild mit drei Farben, sondern ein Bild mit 1000 Spektralkanälen pro Pixel. Das lässt sich natürlich relativ schwierig visualisieren. An der Stelle ist wieder Data Mining gefragt, also eine multivariate Datenanalyse zum Beispiel, wo man versucht, aus diesen ganzen aufgenommenen Spektren, charakteristische Spektren, die man dann identifizieren kann, herauszulesen. Und dann kann man den umgekehrten Weg gehen. Man kann diese Messpunkte hernehmen und kann die entsprechend dieser spektralen Zusammensetzung einfärben. Hier sehen wir zum Beispiel grün, das ist so diese Rahmensignatur von Lipiden, also Fetten. Fette, das ist ganz, ganz prominent vorhanden in den meisten biologischen Geweben. Was wir auch sehen, ist rot, Proteine, Strukturproteine, Kollagen zum Beispiel, DNA ist blau und was immer dabei ist in biologischem Leben, ist Wasser. Das sehen wir hier auch als Rest. Die drei interessantesten sind hier mal eingefärbt worden, also die Verteilung von DNA, Proteinen und Lipiden. Und man sieht, obwohl das eigentlich ein relativ durchsichtiges Wesen ist, ein Zebrafisch-Embryo mit nur einigen Schatten, kann man hier so eine künstliche Färbung erreichen, ohne dass man tatsächlich Fluorophore oder einen Färbeprozess vorher in Gang setzen muss. So entstehen nämlich die meisten Mikroskopiebilder. Man färbt sein Gewebe vorher und dann schaut man es sich an. Hier, das ist ohne Färbung passiert, einfach nur mit Hilfe von chemischer Spektroskopie. Und wenn man sich das Objekt hier mit konfokaler Mikroskopie anguckt oder mit Lichtschichtmikroskopie, also nochmal einem etwas anderen Verfahren, dann ist man sogar in der Lage, dreidimensionale Volumenspektren oder Volumenbilder aufzunehmen. Das heißt, man kann schichtweise in das Gewebe eindringen, ohne dass man das vorher kleinschneiden muss. Und das ist mal so ein Beispiel von so einem schichtweise aufgenommenen Würfel aus hyperspektralen Rahmenbildern, der dann runterprojiziert wurde, sodass man das mit drei Farben irgendwie noch als Mensch wahrnehmen kann.
Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte euch etwas neugierig machen über chemische Spektroskopie. Also ich finde ja, bei chemischer Spektroskopie ist alles irgendwie interessant. Da sind die physikalischen Mechanismen interessant. Es ist interessant, dass man den Molekülen zuschauen kann und physikalische Eigenschaften aus den Molekülen ableiten kann. Die Instrumentierung ist interessant und die Anwendungen sind interessant. Also überhaupt, Naturwissenschaften sind einfach interessant. Also vielleicht will ja der eine oder andere von euch mal ein Studium der MINT-Wissenschaften anfangen. Also ich würde das machen. Ich habe das gemacht, das habe ich auf jeden Fall nicht bereut.